Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Vor genau 7 Jahren wurde Borgman, Alex van Wammerdams vorletzter Film, bei den Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt. Es war das erste Mal seit 38 Jahren, dass ein niederländischer Film im Hauptprogramm des Festivals lief. Leider blieb es Schneider vs. Bax vergönnt, dem nachzueifern. Und das könnte vielleicht an der relativ straighten Story liegen. Schneider steht sein Geburtstagsfest bevor, liebe und planvoll arrangiert von seiner reizenden Gattin und den 2 kleinen Töchtern, als die Arbeit unbarmherzig ruft. Als professioneller Auftragskiller heißt es für Schneider, den mörderischen Schichtdienst pünktlich bis zur Dinnerparty zu erledigen. Das designierte Opfer, der Schriftsteller Bax, ist angeblich eine ganz einfache Nummer. Denn so bürgerlich es bei Schneider zugeht, so verpeilt und planlos ist der aus Überzeugung koksende Bax. Während Schneider mit großer Ordnungsliebe die Tat präpariert, falsche Schnurrbärte und Täterfahrzeuge dirigiert, stellt sich in Bax' idyllischem Sommerhäuschen im Naturschutzgebiet größte Unordnung her. Seine depressive Tochter kommt auf Besuch und bringt ihre Streitlust mit. Erst ein Anruf erinnert ihn daran, dass er heute auch noch etwas zu erledigen hat. Den Profikiller Schneider nämlich, der sich mit raschen Schritten in Schussnähe begibt. Gerade hat Schneider Stellung im Schilf bezogen, da gerät alles komplett aus den Fugen. Die Pläne der beiden Kontrahenten fallen in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Jeder Zwischenfall zieht Konsequenzen nach sich, die zuweilen an Murphy's Law erinnern. Und so erleben wir als Zuschauer eine Mischung aus Thriller, etwas Situationskomik und dem spröden Humor eines Van Wammerdam, auf den ich gleich eingehen werde. Schneider vs. Bax ist eine konventionellere schwarze Komödie bzw. Thriller als Borgman. Aber das macht den Film für ein breiteres Publikum zugänglicher. Die Spannung ist gut aufgebaut, obwohl der Schluss für einen Teil des Publikums eher als zu schlicht daherkommen wird. Der Humor ist, wie bereits erwähnt, von typischen Wammerdamm-Dialogen und Unwägbarkeiten durchsetzt. Wo man sich im Borgman mit Jan Beifuth aus dem Unterholz bzw. aus der Erde schält, so wird dieser archaische Moment bei Schneider vs. Bax reduziert auf das Herumirren der Protagonisten quer durch den hüfthohen Matsch und das Schilf. Der Humor speist sich dabei aus der Situation, denn es wird als selbstverständliches Handeln begriffen. So nach dem Motto, ach, da ist ein völlig zugewachsener Morast, okay, dann gehe ich jetzt mal mit meinem 1000-Euro-Anzug da durch. Dies sind dann die Momente, wo mein Borgmannsches Herz kleine Hüpfer macht. Wammerdams Werke stehen für eine Nische im Drama, soweit nichts Neues. Es ist ein Kino für Filmliebende mit Hang zum Skurrilen, vielleicht sogar zur Kunst. Die Wendungen, das plötzlich wie aus dem Nichts auftauchende Personal und die an ein Bühnenstück erinnernden Szenenbilder sind sein Markenzeichen. Dazu gehört eigentlich auch ein mystischer Metaplot, wie man ihn in Borgman erleben konnte, doch in Schneider vs. Bax gibt es keine Nachtmahr oder biblische Symbolik. Schneider vs. Bax ist Wammerdams Versuch, Elemente des populären Kinos wie den Western oder des Rom-Com-esken McGovern in Form einer versehentlich gesendeten SMS in seine Art des Storytellings zu integrieren. Das Ergebnis ist weder Fisch noch Fleisch und wirkt eher wie ein solider Coen-Film aus der frühen 80er-Phase irgendwo zwischen Blood Simple und Raising Arizona. Und so kann ich Schneider vs. Bax nur eingeschränkt empfehlen. Kein Film für jedermann bzw. Frau, aber dennoch einen Blick wert.